Eine Frage an dich, was glaubst du, ist hier drin? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ja, dann mach's mal auf. Ich feiere es, das Video war so angefragt. Meine Freundin hat. Ich sag mal so, es ist ein Handicap. Ein Handicap. Ah, warte, wenn du sagst, es ist ein Handicap, habe ich irgendwie das Gefühl, es ist eine Augenbinde. Schau mal rein. Ich hab recht. Wenn sie nichts sagt, habe ich aber recht. Aber einfach so eine geile Augenbinde. Und du bist so ein Arschloch. Das kann ich nicht machen. Doch, musst du. Naja, wenigstens habe ich jetzt mal was, wo ich mal abends benutzen kann beim Einschlafen. Sexy. Voll an der Seite mit dem pinken Bildchen. Blind, mein Spind. Wieso hast du dich? Alter, leck mich am Arsch. Warte. Nee, warte. So, hier ist das Ding. Okay. Dann ist... Boah, fuck. Okay. Tür ist schon auf, oder? Alter, weißt du, das Ding ist halt, ich weiß, dass da die Scheißhaufen liegen. Warte mal, ich zeig mal der Community, wo der Eimer liegt. Ja. Das ist so viel zum Thema, du musst halt dann noch lernen. Ich glaube, das dürfte so ein bisschen... Aha. Nein. Komisch, Futter, aber ich darf da jetzt die Maske abnehmen, oder? Nee. Ich kann dann... Ja, ich kann doch jetzt nicht so blind da runterlaufen. Ups. Jetzt darf ich blindes Essen machen. Genau, und Tobi weiß eigentlich, wie es Essen geht und wie viel von was, aber blind, dann wie sie. Wäre sonst langweilig, ne? Ja, dachte ich mir auch bei okay. Dem Video. Deswegen hast du ein Handicap gekriegt. Ja, okay, pass auf. Also, den hast du, glaube ich, hier hingestellt. Ja. Soll ich mal den Leuten die Bibel machen? Oh, das ist viel zu viel, Mia. Stopp. Heute ist mein Tag. Meine Freundin geizt immer ganz gerne mit dem Essen. Da. Ja, warum holst du es denn? Versteht ihr auch die Logik? Aber besser als eine chronische Unterversorgung. Okay. Und von dem nichts. Wo hast du den Deckel hingelegt? Warte, davon kriegt ihr 2, 1,5 und 1,5, gell? Richtig gut. Ich sehe es jetzt schon. Leute, na, der muss ja auch groß und stark werden. Ich check's doch ab, Minion. Das ist nicht so einfach. Soll ich jetzt schauen, oder? Guck mal. Du bist lustig, ey. Wie viel kriegt er davon? 2. Ich weiß, dass du da hattest, dafür eine extra Aufgabe kriegst. Genau, aber das gebe ich ihm selber, weil... Nee, heute ist mein Tag. Nee, weil... Doch. Komm mal, respektvoll. Ja, dann mache ich es einfach kurz. Das sind jetzt... Das sind 50 Milliliter und auf 40 machen wir es, oder? Nee. Ja. Was ist 50 minus 40? 15. 10. Okay, dann machen wir es auf 35. Ja. Es sind 50 Milliliter drin. Ja, machen wir. Die nächste Markierung ist 40. Normale Versorgung. Lol. Ja, eben. Oder okay, ja, dann sag's doch einfach. Königserwachen, was ist denn das königliche Erwachen? Königserwachen. Boah, das ist eine Portion, das merke ich. Das können wir doch auch mal mit dir machen, oder? Ein blinder Stallalltag. Oder Blindknöpfe an der Kamera erraten, das ist halt mein Gebiet, da bin ich mal gespannt. So, jetzt ist gut rumgerührt. Oder? Ja, da darf gleich noch ein bisschen Flüssigkeit rein. Tja, also hier ist der Wasserhahn, ja? Und jetzt? Treff ich? Ah. Ja, der kriegt ja nichts von dir. Da muss er ja von irgendjemandem was mal kriegen. Okay, was machen wir jetzt? Steht hier halt. Ja, so müssen wir nachher ein Thumbnail machen. Ein Thumbnail? Naja. Ich weiß ungefähr, wo die Scheißhaufen liegen. Warte mal. Nee, da ist nichts. Oh ja, hier. Sonst können Sie mir die Segway-Rechnung zahlen.
Ja, wie sollen. Du, sie sind lustig, weißt du, ich sollte auch noch blind machen. Und so oft müsste ich jetzt nicht, dass ich das Gewicht der Kacke abmessen kann. Und wenn es geht, nicht meinen wunderschönen Hintern zu filmen, gell? Treffe ich sie? Ja, bitte. Nimmst du jetzt auf? Ja. Okay, wir haben gerade gemerkt, dass sie die ganze Zeit so rumgelaufen ist, jeden Shot eingefangen hat. Und dann steht sie da hinten so in der Ecke. Ja. Minion, ich habe nicht aufgenommen. Oh. Ich bin echt gespannt, wie das Video fertig ist. Eigentlich müssten sie ja das dann echt schneiden, weil das ist ja wirklich so, die machen ja das Video quasi. Moises. Ich drehe gerade ein bisschen am Rad. Können Sie nicht nochmal umdrehen und sagen, warum ich gerade am Rad bin? Weil ich das letzte Einhorn bin. Genau deswegen. Ja. Ja. Gell, ich bin Einhorn. Da hat man Respekt vor einem Einhorn. So, dele. Noch schöne Knoten rein. Und dann. Boah, Alter, ich habe ja so lange gebraucht, gell, bis ich den Knoten drauf hatte. Guck mal, wie perfekt der jetzt aussieht. Wie Sie sehen, sehen Sie hier einen Sattel. Ja. Du filmst schon, oder? Ja, aber das ist echt klein. Okay. Okay. Hier haben wir einen Schrank. Hier. Beide natürlich aus Holz. Das ist übrigens auch ein bisschen Chaos. Das ist das vom Gewinnspiel, der Futtereimer? Ja. Aber jetzt sag mal so im Großen, was befindet sich da oben? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Standapotheke. Okay, dann gehen wir in den nächsten Schrank. Dort findet ihr natürlich erstmal alles im aufgeräumten Zustand vor. Wie immer. Die ganzen, die Maulkörbe und Gebiss. Und hier oben keine Ahnung. Und da unten habe ich auch keine Ahnung. Ja, also Maulkorb hängt da auf jeden Fall nicht drin. Und ja, im Großen und Ganzen hast du es mehr oder weniger bestimmt. Aber da kommt nochmal ein extra Video. Ja, und wie ich sehe, können Sie mal Ihren Spind sauber machen. Da muss ich mal wieder aufhören. Vor allem da war sie auch ja so richtig stolz drauf. Die Dinger sind einfach leer. Ja, der ist leer jetzt. Aber der andere ging vorhin an. Das scheint gut zu tun, oder? Ja. Was sagt das Pferd? Ersichtlich entspannt. Erregt. Also ich glaube, wir müssen dieses Video FSK 18 machen. Das ist auch nicht böse gemeint, das weiß er. Aber es geht einfach extrem schnell. Also würdest du jedem so deine Putzroutine empfehlen? Klar. Es ist einfach hier, kann er reinbeißen, wenn er Bock hat. Es ist gründlich, du kannst gleich sehr, sehr viel Fläche machen. Hast natürlich auch noch Distanz zum Hintern und ja, ich mache eine Pferde immer nur einseitig, weil ich mag das nicht hinten an der Wand. Deswegen würde ich sagen, das war es auch schon mit der Putzroutine. Jetzt gehen wir dann an die Bauchnaht. Das ist mein Modelblick. Stimmt mal bitte in den Kommentaren ab. Im nächsten Video soll Julia mal diesen wunderschönen Zaun anfassen. Und kriegt dieses Video 20 Likes, wird sie im nächsten Video den Stromzaun berühren. Ja, aber ich habe dir das neue PDF geschickt, hier ist kein WLAN. Das war es jetzt mit dem Stallalltag. Ich glaube, Julia macht, soweit ich weiß, jetzt eigentlich auch nichts mehr groß anderes. Sie fährt jetzt meistens nach Hause, legt sich ins Bett und tut dann immer einen auf Business und chillt dann. Nee, jedenfalls, was ich noch sagen wollte, und zwar ist euch aufgefallen, dass ich heute mal Oceans Apart Klamotten trage. Und zwar habe ich jetzt hier ein Hoodie. Ne, ist es ein Hoodie überhaupt? Einfach ein Pullover, genau. Und zwar gibt es in diesem Video natürlich auch wieder einen Code. Und zwar Rumi OA35. Das heißt, mit diesem Code könnt ihr 35% auf eure gesamte Bestellung sparen. Und dann gibt es auch noch Klamotten. Ich habe jetzt nach dem fünften Take immer noch den Namen vergessen. Wie heißt das? Seamless Set. Seamless Set. Soll so geil sein wie eine zweite oder eine dritte Haut. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich trage immer Jeans. Aber jedenfalls statt 79,90 € kostet es, glaube ich, irgendwie 52 €. Und ja, schaut auf jeden Fall im Shop vorbei. Alle Sachen findet ihr unten in der Infobeschreibung. Ich würde sagen, ich zeige euch mal meine anderen Klamotten, die ich noch von Oceans Apart bekommen habe, die auch extrem bequem sind. Aber dafür gehen wir mal zu mir nach Hause, denn ich trage in der Öffentlichkeit selten Jogginghosen, weil ich mache keinen Sport. Ja, das ist einfach nur bequem. Und
Ja, meine Freundin sagt, ich soll weiterlaufen, weil sie es mit der Kamera nicht gebacken kriegt. Und ich würde sagen, wir sehen uns daheim bei mir wieder. Wir haben uns nämlich jetzt hier noch eine gesunde Pizza gemacht. Denn hier, Sport. Und zwar, ich habe jetzt, wie man genau sehen kann, und zwar so eine ganz kurze Hose von Oceans Apart, war eben noch in dem Set mit dabei. Warte mal, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Ist auf jeden Fall richtig nice, bequem, gut chillig, auch für den Sommer. Und wenn man viel auf dem Sofa sitzt, wie ich. Und dann zu guter Letzt noch so eine lange Jogginghose. Da finde ich halt ganz cool, dass man halt hier eben noch so diesen, also ich mag das generell, ich habe da ein paar Jogginghosen, wo man auch mal hier so den Markennamen drauf hat an der Seite. Finde ich eigentlich ganz cool. Und vom Stoff ist es eigentlich auch ganz gut bequem. Und dann würde ich sagen, was? Socken. Ah ja, gut. Und natürlich auch Socken. Da kann ich jetzt noch nicht allzu so viel zu sagen. Julia meinte halt immer, die sind ultra bequem, oder? Ja, immer richtig. Die sind richtig cool. Ich hoffe nur, sie mobst mir die nicht. Nein, das ist nicht meine Größe. Ja, das wird dich nicht davon abhalten, sie zu holen. So wie ich dich kenne. Finde ich auf jeden Fall nice. Also vom Stoff ist auch ganz gut, ist richtig schön weich. Muss mal gucken, ob ich damit in meine Schuhe reinkomme. Aber so für daheim auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und das war's jetzt, oder? Mehr war nicht dabei. Du musst mein Auto machen. Genau, dann darf ich jetzt Julias Auto machen. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst dem Video natürlich einen Daumen nach oben. Nächstes Mal wieder mit Julia vor der Kamera. Und dann kriegt ihr auch wieder gescheite Aufnahmen zu sehen. Ich bin so gespannt, das tut mir so leid. Und ich denke, das wird schon. Genau, und vor allem ein Abo dalassen, weil uns ist aufgefallen, 80% der gesamten Zuschauer sind nicht mal Abonnenten. Deswegen Abo dalassen, Julia unterstützen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein und tschö bitte mit Ö.